lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Für euch ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, für uns. Wir haben aber gesagt, nach dem 7. Zeitalter, wir wollen gleich das 8. besprechen, weil es uns so nahe gegangen ist, weil so viel passiert ist. Und deswegen haben wir jetzt direkt im Anschluss gesagt, wir nehmen gleich das 8. Zeitalter auf. Wer wir sind immer noch der David. Hallo David. Hallo. Und der Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und nun frage ich euch, das 8. Zeitalter. Kannst du es oder kannte einer von euch, auch wenn es viel passiert ist, vielleicht so in, ich sag mal, 5 Minuten zusammenfassen und dann können wir ja weiter drauf eingehen. Ich tue mich schwer in 5 Minuten. Nein, ich würde mal, es gibt glaube ich 2 spannende Sachen und David, dir lasse ich gleich dann mehr ein bisschen Zeit zum Philosophieren. Man muss sich nur den ersten Satz aus der Historia zum 8. Zeitalter auf der Zunge zergehen lassen und der ist relativ kurz und sagt, niemand weiß, was im 8. Zeitalter geschah. Und der Satz ist einmal schon spannend, noch spannender als es hinten, und da will ich gleich an David geben zum Philosophieren. Chalvin sagt, ich bin mir sicher, es hat eins gegeben, denn die Welt sah anders aus am Ende des 7. und vor Beginn des 9. Da muss was passiert sein. Aber kein anderer erinnert sich daran. Habe ich das alles vergessen? Wurde uns das alles manipuliert? Und die spannende Frage, was macht die Erinnerung an dieses Zeitalter so gefährlich, dass sie gelöscht werden musste? Und, weiß nicht, David, hast du eine Idee, was es sein könnte? Ja, als ich jetzt zur Vorbereitung auf die Folge es mir nochmal angeguckt habe, kamen mir gleich eine ganze Menge kreative Ideen und vielleicht ist genau das auch der Gedanke gewesen mal dahinter, dass man gesagt hat, so wie Aventurien ja sehr dicht beschrieben ist, was einerseits eine große Stärke der Welt ist, dann aber immer wieder auch dazu führt, dass das Spieler und auch Spielleiterinnen sagen, wir wollen auch die weißen Flecken haben, wo wir selbst was gestalten können. Und jetzt hat man ja mit diesem aventurischen Schöpfungsmythos quasi von Tag 1 an die komplette Geschichte beschrieben, auch sehr mit durchaus gewissen Unschärfen, aber doch so, dass alles ganz systematisch durchbeschrieben ist. Und vielleicht ist das 8. Zeitalter hier wirklich gedacht als der weiße Fleck, wo dann jede Spielrunde oder jeder Spielleiter, jeder Abenteuerautor, der sich nochmal austoben will, dann noch was reinpacken kann, einfach die Idee, die noch keiner hatte oder das, was es so noch gar nicht gab, ohne damit mit irgendeiner anderen Setzung in Konflikt zu geraten, die eben vorher oder nachher stattgefunden hat. Also mir sind gleich 3 oder 4 Ideen gekommen, was man, wenn meine Helden jemals ins 8. Zeitalter reisen sollten, was ihnen da begegnen kann. Und das ist auf jeden Fall, sind das große Dinge. Das muss schon irgendwas, also wenn wir überlegen, was sonst schon in den Zeitaltern passiert an weltumwälzenden Geschehnissen, muss das ja was sein, was mindestens genauso groß oder sogar noch größer ist, wenn danach alles dem Vergessen anempfohlen. Also genau, das ist, sehe ich auch absolut als die Outtime-Erklärung soweit an, dass man gesagt hat, lassen wir mal hier, erstmal ist es cool, wenn Leute rätseln können vielleicht, wenn man das mal offen lässt und jeder sich was überlegen kann. Finde ich sehr stark. In Time, ehrlicherweise, also mir ist jetzt so nicht bewusst beim Durchlesen der Historia gewesen, dass irgendwo du ein großartiges oder eine wichtige Rasse hast, die später nicht mehr thematisiert wird. Nach dem Motto, die wird da ausgelöscht oder sowas. Vielleicht ist mir nur durchgegangen, aber tatsächlich, irgendwas Großes muss sich da manifestiert haben und gleichzeitig wieder untergegangen sein, weil vielleicht mit dem nächsten Götterkrieg, was immer geschehen ist, ja, vielleicht, keine Ahnung, haben Praios und der Namenlose Bruderschaft getrunken und es war Praios so peinlich hinterher, dass es. Das mag jeder für seine Spielrunde entscheiden, was da genau passiert ist. Aber es ist halt schwierig, ins 8. Zeitalter zu reisen, aber vielleicht kann man ja nach 8. Zeitalter Themenrunde sich mal überlegen. Mhm. Und wir haben ja seit dem 6. Zeitalter Boron, der momentan, also im 7. Zeitalter, dann nicht in Alvaran saß, aber ja doch später wieder im 11. Zeitalter zurückkehren wird und auch, im Zwölf-Götter-Kult einen wichtigen Platz hat und er hat ja diesen Aspekt des Vergessens auch. Und vielleicht ist ja wirklich, ist da ja wirklich irgendwas passiert, was eben so dramatisch nach hinten losgegangen ist, dass die Götter, möglicherweise gehörte ja Boron zu denen, die über das 8. Zeitalter wachten oder war vielleicht sogar der göttliche Richter in dieser Zeit. Gibt ja in Aventurien auch heute noch Regionen, wo er als überhaupt der wichtigste Gott von allen angesehen wird und ja, dass eben dieses große Vergessen über alle kam.
aus einem wirklich wichtigen Grund. Ich finde ja auch interessant, oder ich sag, letztes Mal habe ich schon so oft interessant gesagt, aber dieses Mal wieder oder so, meine Vermutung ist ja, dass es auch anscheinend sind die Dämonen oder der Dämon Sultan wahrscheinlich, die wissen wahrscheinlich auch nicht, was da passiert ist. Oder vielleicht wissen es die Götter, aber sie sprechen nicht drüber. Und die einzige Person, die mir so einfallen könnte, die irgendetwas da getan haben könnte, wäre ja eigentlich nur noch Kaa, die ja über alles wacht. Vielleicht wurde auch einfach hier, vielleicht hat irgendjemand von den Bashoriden doch nochmal an der Zeit gedreht und deswegen musste irgendetwas wieder zurückgedreht werden. Vielleicht gab es das achte Zeitalter ja auch in dem Sinne gar nicht oder nur noch so ein paar Tage sozusagen, kurzzeitig. Wir sind ja auch die aktuellen, es gibt ja nur, angeblich gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl an Zeitaltern. Vielleicht kommt ja doch noch ein Zeitalter dazu hinten dran, weil das achte gar nicht da war oder so. Ey, und Calvin ja erzählt, ne, dass sie sagen, deiner Stelle jetzt gut aufpassen, weil mach weiter, David. Genau, ich wollte nur sagen, dass Calvin uns ja erzählt, dass nach ihrer Wahrnehmung tatsächlich Völker auch verschwunden sind, die im 9. Zeitalter dann nicht mehr da waren, die sie aus dem 7. Zeitalter noch kennt. Sie nennt da allerdings keine Völker mit Namen und sie sagt ja auch, dass es auch geologische Umwälzungen gab, dass also Meere ihre Position verändert haben oder Landmassen und sich ja auch Orte in ihrer Gestalt gewandelt haben. Das heißt, irgendwas scheint dort ja tatsächlich stattgefunden zu haben. Oder es ist eben doch noch am Ende des 7. Zeitalters passiert und man hat eben, weil auch da das, ja, also diese Gedächtnislücke oder diese Vergesslichkeit, die Calvin berichtet, setzt ja schon am Ende des 7. Zeitalters ein. Vielleicht ist auch einfach da ein Stück gekappt worden und das ist, wie du vermutest, dass es da gar kein 8. Zeitalter gibt, sondern dass ja die Lücke an anderer Stelle ist. Bleibt der Spekulation überlassen. Muss ich euch beide hier nämlich ermahnen, dass ihr doch vorsichtig seid in euren Äußerungen. Denn wenn wir schauen, was die Leute heute dazu sagen, dann gibt es einige, die mutmaßen, dieses 8. Zeitalter hat es gar nicht gegeben. Es sei eine Erfindung von den Indianern, damit alles so gut passt. Und ich würde tippen, das sind ganz groß die Ilaristen zum Beispiel, die sowas abgeben. Also bevor die Inquisition gleich bei euch vor der Tür steht, weil ihr hier die Aussage der Hesindekirche anzweifelt. Also deswegen, das ist ja Ketzerisch gegeben, hat das sich die direkt gebogen. Ich würde das immer ziemlich in die Ilaristen schieben. Das klingt ganz klassisch nach denen. Aber so gesehen seid ihr in guter Gesellschaft bei euren Thesen. David nickt die ganze Zeit und lacht dabei. Ja. Er fürchtet die Inquisition nicht. Okay. Wahrscheinlich ist das tatsächlich ein Thema, das für die meisten Aventurier ja eher akademischer Natur ist, weil man dann sagt, das hat so wenig Einfluss erstmal auf den ersten Blick auf die Lebenswelt und Lebensrealität der Aventurier im 12. Zeitalter der Menschen dort, dass es eben vor allem für Gelehrte und eben ja Ilaristen und ähnliche spekulierende und Verschwörungstheoretiker von Interesse ist, dann zu überlegen, was war da wohl und warum und wie. Einen ganz interessanten Hinweis, dass da wirklich irgendwie ein Big Bang gewesen sein muss, weil die Kultur der Echsen, bei denen die reine Nennung des 8. Zeitalters schon als großes Unglückszeichen gilt. Und bei den Echsen wissen wir ja, deren Sicht der Götter ist ein bisschen anders als bei den Menschen. Sie fürchten die Ranga und wollen nicht deren Aufmerksamkeit erregen. Also ist im 8. Zeitalter irgendwas so Schlimmes passiert, dass man, wenn man schon drüber nachdenkt, wieder den Zorn der Götter auf sich zieht, das würde ein bisschen die Exit-Interpretation sein. Das könnte wirklich bedeuten, dass die Ranga sehr erzürnt waren damals. Mal gucken, ob wir es irgendwann noch herausfinden. Gut, dann haben wir das. Aus Autorensicht, ehrlicherweise, habe ich auch einen Moment drüber nachgedacht. Ist das cool, dass man mal ein Abenteuer schreibt, was irgendwie mit dem 8. Zeitalter zu tun hat? Ich würde es ehrlicherweise lassen, weil ich ein großer Freund von einer gewissen Konsistenz bin. Und ich frage mich immer, wie kann ein Held heute da etwas in Erfahrung bringen, was alle Drachen, Riesen und ähnliche kollektiven Gedächtnis gelöscht hat. Das ist mir immer so ein bisschen zu viel Power in der Macht der Helden. Deswegen würde ich, glaube ich, das wäre mir zu viel Widerspruch in der aventurischen Logik. Deswegen wäre meine These, es wird nicht aufgeklärt. Es ist ja auch schwer, dorthin zu kommen, weil ja Zeitreisen gegen Kaas Gesetze verstoßen. Also wenn, dann muss es ja irgendwie so eine
Globule sein, sag ich mal, wo noch Reste davon übrig sind oder irgendwie sowas. Dann ist ja der Frage, wer hat die Globule erschaffen? Viele Fragen, die sich stellen, aber nur die wenigen Worte hat von Calvin, die ja mehr zusätzliche Fragen eigentlich aufwerfen, als dass sie Antworten geben. Hm. Gut, bevor ihr jetzt noch weitere Fragen habt oder und wir keine weiteren Antworten, sondern noch eine Spekulation, sind wir mit der kürzesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde auch schon vorbei. Ich danke euch beide wieder für die Expertise, auch wenn ihr da nicht so viel wisst, wie wir ja alle. Und euch da draußen danken wir für die Zeit, die ihr euch genommen habt, auch wenn es dieses Mal etwas weniger war. Wünschen euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis auch von mir. Und nun sind die Runen geschmiedet.